Ja, wir sind das Anna Maurer Trio, bestehend aus mir am Klavier und Gesang, dem Thomas Millacher am Bass und normalerweise spielt der Martin Kleibel am Schlagzeug, momentan springt der Harry Tantschek am Schlagzeug ein und ja, wir spielen meine Kompositionen, die sich zwischen Jazz, Latin, Pop, Soul bewegen. Also wir haben zwei Stücke mitgebracht, das eine Stück ist eine Vokalkomposition, mein erster Song eigentlich, der trägt den Titel When I'm Lost in Your Eyes. Und das zweite ist eine Instrumentalnummer, die trägt den Titel No More Blue und ist von dieser Eurodance-Nummer Blue inspiriert. Ich glaube, wie für die meisten war für mich auch das Jahr 2020 emotionale Achterbahnfahrt, also einfach wirklich von voll motiviert und inspiriert für neue Kompositionen bis zu einfach down sein und nicht wissen, was man jetzt mit der vielen Zeit anfangen soll, alles dabei. Ja, am meisten vermisst habe ich natürlich die ganzen Live-Auftritte und einfach die Resonanz vom Publikum. Natürlich kann man daheim auch Musik machen, aber es ist halt was anderes. Also wenn das Publikum reagiert, applaudiert, mit einem lacht, das macht einfach auch einen Teil der Musik aus.
Ja, Jazz und Therme passt für mich auf jeden Fall super zusammen vom Ambiente. Aber so wie überall sonst da, wenn man jetzt durch die Stadt geht und die Konzertlocations oder Bars und Restaurants völlig leer sieht, das ist einfach schon schade. Die Gemeinsamkeit zwischen einem Thermenaufenthalt und der Musik ist Genuss, simple as it is.